Er nannte sie seine geliebte Prinzessin. Mit ihren blauen Augen hatte Susanne aus Chemnitz sein Herz im Sturm erobert. Doch Susanne ist nicht mehr da und Matthias Steiner, Deutschlands bester Gewichtheber, ist jetzt allein. Auch wenn er manchmal ganz anders empfindet. Ich habe auch so einen Amethyst, so einen Halbedelstein. Die eine Hälfte habe ich zu ihr ins Grab geworfen, die andere habe ich mit. Da habe ich das Gefühl, sie ist bei mir. So ein Engel mit Flügel stelle ich mir jetzt nicht vor, aber ich habe irgendwo das Gefühl, dass sie doch mit ihrer Art, wie sie einfach war, irgendwo doch herabguckt auf mich. Egal jetzt von wo. Immer wieder sucht Steiner den Unglücksort bei Heidelberg auf. Bewusst, um das Unfassbare besser zu verarbeiten. Im Juli vergangenen Jahres verunglückte seine Frau hier tödlich, unverschuldet mit 22. Sie hat hier die Spur gewechselt. Und hier, die war schon vierer Spur, der kam mal von drüben. Ja. Ich erlebe auch in der Nacht wirklich solche Albträume, die ich vorher nie hatte. Wo der Gedanke dann, wo die Situation da ist, dass sie plötzlich vor der Tür steht und mich, ja, ich will jetzt nicht sagen verarscht, sondern einfach nur, hier bin ich wieder, nach einem Jahr. Und ich dann furchtbar enttäuscht bin, dass sie mich so lange hingehalten hat. Diese Träume habe ich öfter. Wenn man dann aufwacht, das ist dann schon, dann würde man sich wünschen, dass es wirklich so wäre. Ist es aber nicht. Der 145 Kilo Mann fiel nach dem Tod seiner Frau in ein tiefes Loch. Viele Wochen überlegte der gebürtige Österreicher mit dem deutschen Pass, ob er mit dem Gewichtheben überhaupt weitermachen sollte. Hilfe und Rat holte er sich bei seinem Trainer. Es war natürlich ein unglaublicher Schlag. Matthias und ich arbeiten jetzt seit 3 Jahren zusammen. Sicherlich ist das Verhältnis mehr wie nur Trainer und Athlet. Und ich stand ihm natürlich auch in dieser Situation bei und war immer um ihn. Mit der Unterstützung des Bundestrainers begann Steiner wieder mit dem Hanteltraining. Der Leistungssport als Antidepressivum. Halt gibt mir eigentlich nur das Gewichtheben. Das kann ich also definitiv sagen. Ich glaube, ohne den Sport würde ich jetzt nicht wieder so wohlauf da sitzen, so einigermaßen wohlauf. Es sieht dann nach außen sicher noch besser aus, als es ist. Aber der Sport, dieses Gebrauchtwerden, man wird von der Mannschaft gebraucht und man selbst hat ja auch Ansprüche an sich, was man erreichen will. Ich glaube, das war das Allerwichtigste, das ist die beste Medizin. Eigentlich wollte Matthias Steiner mit Susannes Unterstützung sein großes Ziel erreichen. Gold bei den Olympischen Spielen in Peking. Doch jetzt muss der Schwergewichtler den Gipfel ganz allein erklimmen. Darauf bereitet er sich in diesen Tagen im Schwarzwald vor. Wie stark Steiner schon ist, bewies er kürzlich bei den Europameisterschaften in Italien. Dort holte er die Goldmedaille im Reißen. 200 Kilo stemmte der Hühne mit einer ungeheuren Schnellkraft in die Höhe. Damit ist er einer der Top-Favoriten für Peking. Am 19. August, am Tage seines olympischen Wettkampfes, will Matthias Steiner ganz oben angekommen sein. Bei einem Sieg in Peking werden sie ihn feiern, sie werden ihn hochleben lassen. Doch den Muskelmann plagen bereits andere Gedanken. Ich denke, nach Olympia werde ich wieder in ein Loch fallen, wenn dann diese ganze Anspannung, der ganze Druck weg ist, diese große Aufgabe weg ist. Da muss ich mal wieder irgendwas suchen, den nächsten halt, denn da werde ich mal in ein Loch fallen. Wann das weg ist, weiß ich nicht. Die Leichtigkeit des Superschwergewichtlers Matthias Steiner ist dahin. Trotzdem will er in Peking unbedingt Gold holen. Das, so sagt er, sei er seiner verstorbenen Frau schuldig. Matthias Steiner, heb das Ding hoch! Einmal in deinem Leben, heb es hoch! Heb es hoch! Heb es hoch! Das kann Gold sein! Das kann sein, die Goldmedaille! Es ist gültig! Das ist Gold für Matthias Steiner!